Diese 60 Sekunden Mini-Clips könnt ihr natürlich auch bei Instagram sehen. Ich habe auch gerade mal wieder gesungen, es muss was Wunderbares sein, ein Star Wars Hasser zu sein. Es muss was Wunderbares sein, ein Star Wars Liebender zu sein. Es muss was Wunderbares sein, in diesen Fanservice-Shop einkaufen zu gehen. Ich sag ja, ich arbeite noch dran an so einer Verkaufssendung. Ja, das Problem ist nur, ich brauche Bekloppte. Meine lieben Bekloppten, total durchgeknallten. Wenn ihr Lust habt, Geld zu verdienen, dann müsst ihr euch hier melden, bei mir, zu mir kommen, hier in diesen Shop. Dann werde ich euch unter Vertrag nehmen. Aber ihr müsst wirklich total bekloppt sein, ihr müsst total durchgeknallt sein, ihr müsst schräg aussehen, weil nur so kann man Geld verdienen in der Welt der Medien. Ihr glaubt mir nicht, kommt vorbei, wir testen es. Ja, so eine Sendung hätte ich auch mal Bock drauf. Ja, ja, auf so eine Sendung hätte ich auch mal Bock drauf. Also noch einmal, das ist jetzt ernst gemeint, kommt vorbei. Also ihr seid der Meinung, ihr seid bekloppt, die Kamera liebt euch. Ihr seid der Meinung, ihr seid so schräg unterwegs, damit könnte man Geld verdienen. Lasst euch sehen, alles im Bereich des Fanservices. Ihr seid Cosplayer, ihr seid der Meinung, ihr seid so hübsch, ihr seid die Hübscheste weit und breit. Lasst euch sehen, werden wir sehen, was die Kunden bzw. die Online-Fans von euch dann sagen. Also wir sind natürlich eine Marketingfirma, AWR Movie. Film, Fotoproduktion, natürlich machen wir auch so etwas und wenn wir die Genehmigung bekommen, bezahlen oder ich bezahle und sage, hey Leute, wir machen sowas, dann unterhalten wir uns über den Preis und wenn das machbar ist, dann muss erstmal Geld einspielen, dann reden wir auch darüber in der Fanbase, wenn nicht, singe ich lieber selber, es muss was Wunderschönes sein, ein Star Wars Lover zu sein. Es muss was Wunderschönes sein, ein Star Wars Hasser zu sein und das Wunderschöne alles bei Fanservice hier vor Ort. Ja, auch ich kann, wenn ich will, Spaß machen oder halt Blödsinn. So bin ich nun mal. Ich gehöre nämlich zu den 70% 55 plus. 70% 55 plus hier in Deutschland, rechnet aus, von 89 Millionen, die hier rumtanzen. Ja, 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 ne? Das ist Qualität, meine lieben Freunde. Dann schalten, ja, über 55 plus und immer noch so gut drauf. So geht Marketing. So, ich war heute noch ein bisschen vertieft. Also freitags werde ich wohl solche Videoclips auf den Weg bringen. Ich werde natürlich nicht singen, ist klar. Aber ich hatte heute, merkt ihr schon, heute war der 13.04.2018 und wir hatten Spaß mit Star Wars. Da kamen die Hater und da kamen die Lovers. Weil seit 14.04. kann man, glaube ich, oder ab 14.04. kann man Star Wars streamen. Man kann auch Star Wars schon immer streamen, aber auf so dunkle Kanäle, die da irgendwelche Daten haben wollen, kann man immer alles streamen. Man kann sich also immer alles anschauen. Und irgendein Amerikaner, Brasilianer oder keine Ahnung, wo er herkommt, haut es dann irgendwie verkehrt rum bei YouTube hinein. Ist euch schon mal aufgefallen? Star Wars verkehrt rum, voller Film, werden die da öffentlich gezeigt und gecuttet werden die nicht. Man kann da einige Spielfilme sehen, manchmal in guter Qualität, manchmal in schlechter Qualität, aber man kann sich den ganzen Film anschauen und nachher kann man sich den Film dann halt nochmal kaufen. Das habe ich mit Bot gemacht, das habe einige Filme da bei YouTube mal angeklickt, mir angeschaut. Dann ist das ein Riesenbildschirm und auf dieser Größe hier, auf dieser Größe dann kann man den Film dann sehen. Wer es mag, mag es, wer es nicht mag, mag es nicht. Aber mittlerweile gibt es ja hier solche super Sachen wie, es gibt hier so super Sachen wie Haters and Lovers. Ach, ist das eine tolle Geschichte, muss ich einfach mal so sagen. Und zum ersten Mal hatte ich auch ein bisschen mehr Zeit, um so einen Videobeitrag zu machen. Nachher in der Postproduktion animiert noch hinzu, geschnitten und dann euch serviert. Ich mag die über 300 echten, ja, die habe ich schon immer gemocht. Und die anderen durch ein Backverfahren, durch ein Klick, 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 klick. Ich kriege ja jeden Tag hier eine Anfrage, ob ich das Video, dieses Video kann ich jetzt für 8 Euro vermarkten, laut Facebook. Also ich soll jetzt 8 Euro für diesen Videoclip geben, bezahlen. Also soll mein eigenes Werk bezahlen,
dann will mir Facebook 5400 Leute hinzubringen, die das hier sehen. Meine lieben Freunde, erstens möchte ich keinen Zwang ausüben, ihr sollt Spaß haben, ihr sollt freiwillig erscheinen, aber kein Zwang. Ich soll also 8 Euro ausgeben, dass 5400 Leute mit so einem Video belästigt werden? Nee, danke, mache ich nicht. Ich belästige keinen. Jeder ist freiwillig hier. Jeder soll sich freiwillig zeigen, soll freiwillig vorbeikommen und good is. Ne? So, und ich gehe jetzt hier freiwillig von der Mattscheibe weg und werde mich freiwillig, gemütlich in meine Star Wars Lounge hineinsetzen und da Star Wars mir zu Genüge führen. So geht das. Star Wars, I love Star Wars. So ist das. So bleibt das. Und ich trinke mir natürlich nur einen Kaffee. Ja, aus allen. Nicht, okay, nicht Star Wars Becher, aber die werden ja verkauft. Also hier wird immer alles verkauft, deswegen gehe ich sehr ungern daran oder so, wenn ihr versteht. Was ich meine. Ist er cool? Top. So, wie gesagt, der Platz ist immer noch frei hier bei Star Wars Lounge oder in der Star Wars Lounge am Star Wars Stammtisch. Heute wurde gesagt, deswegen bin ich nochmal da. Ja, ich bin auch schon wieder weg. Gently. Find the hottest spot. Die Welt des Computers ist also noch nicht so an, also nicht, also ist so, egal. Weil hier kann man alles machen. Ne? YouTube, Facebook, E-Mail schreiben, alles. Nur nicht zocken, ist klar, arbeiten. Ne? Bewerbung, etc. BW, ne? Und so. Okay, Schnitt, Cut. Bei so einem Cut-Video-Konzept, wo ich halt unterbrochen werde durch meine Kunden, die gerade so einen Computer da gemietet hat, weil Computer kann man hier mieten, damit man da arbeiten kann. Oder hier so eine Regiearbeit, wie jetzt hier gerade, was ihr nicht sehen dürft, weil das, wie gesagt, jemand gehört. Ich habe hier eine Regiearbeit, wo ein junger Mann da einige Sachen macht. Ne, diese Self-Dinger, so wie ich jetzt auch mache, aber ich mache es ja beruflich. Auch profihaft, also alles was Profi dürft ihr nicht sehen. Dieses hier als Hobby vermarktet, dürft ihr sehen. Also ich gehe nochmal ran da. Und zwar Disney. Seit 2015 möchte Geld verdienen, das wissen wir. Wir müssen uns verabschieden, dass George Lucas da ein Märchen uns, das ist vorbei. Dieses Märchen wird uns auch vollkommen entzogen werden. Es wird alles so sein. Wenn jemand unbedingt Lucas bzw. Luke Skywalker sehen will, laut Kennedy, Catherine, ist es vorbei. Also Mark hat auch so keine Lust mehr auf 9. Er hat jetzt seinen Stern. Er geht auch auf die 66 Jahre auf. Also er geht also auf die 70 zu. Hat jetzt also auch irgendwie keine Interesse mehr, da ein Luke Skywalker zu sein. So, wir alle oder ihr alle müsst euch daran gewöhnen, dass Star Wars alles wird, alles sein könnte. Und man sollte sich nicht auf irgendeinen Schauspieler einschießen, weil die neuen Schauspieler, auch Daisy Ridley hat es zugegeben, die ist gerade mal 8 Jahre im Geschäft, sie ist seit 8 Jahren Schauspielerin und hat jetzt das große Glück, da direkt sowas, so einen Stempel zu haben. Ich war bei Star Wars, bon. Was dabei irgendwann mal rauskommen kann, weiß man nicht. So, sie hat jetzt auch diverse andere Filme, wie Die Burger, ja genau, der auch. Rim, Detroit und so weiter und so fort, hat er ja auch. Also diese jungen Schauspieler drehen halt auch andere Filme und deswegen sollte man die jetzt nicht, so wie damals, Mark Hamill und Carrie Fisher und Han Solo Darsteller, ne? Muss man jetzt ja mittlerweile sagen, ne? Auf die, ja, auch die Regie sollte man jetzt nicht auf George Lucas, nein, ist vorbei. Star Wars ist eine Regiearbeit geworden. Irgendein Regisseur bekommt und er macht. Wir mögen es oder wir mögen es nicht. So, dass der Ursprung als Fan jetzt in der dritten Generation so langsam in die vierte Generation übergreift, in die Newcomer, total Newcomer.
ich habe hier Newcomer zwischen 3 und 7 Jahre, die hassen Star Wars. Warum auch immer. Punkt. Ich habe aber auch hier The New Generation zwischen 3 und 7, die lieben Star Wars. Die kriegt man hier gar nicht raus. Die Eltern müssen die hier aus der Ecke rausholen. Ja? Und dann plappern die. So. Es wird immer ein Pro und ein Contra auf irgendeine Art geben. Was nachher die Waage hält oder nicht, wird man halt erkennen. So, wie gesagt, wir sind ja nun mal online. Wir sind online bekannt. Ja, hier ist dieses Frohnauser Kopierstudio, UG haftungsbeschränkt, ist hier. Wir haben das Medienhaus, wir haben das Copyhaus und wir haben halt noch Star Wars, DC und Marvel. Und heute spreche ich halt, wie gesagt, in die laufende Kamera, um zu sagen, weil heute in der Schweiz schon der Film zu haben ist, The Last Jedi, der letzten Jedi. Man kann es sehen, wie man will. Lucas ist nicht der letzte Jedi, weil er verstorben ist. Kommen vielleicht andere Jedis. Vielleicht lebt irgendeiner irgendwo verborgen, den wir noch gar nicht kannten. Aus welch einem Grund auch immer. Star Wars ist sowas ähnliches wie Jesus Christ Superstar. Also wenn ich die erste Folge noch sehe, Episode 1, das war den Wagenrennen mit Ben Hur, also ihr wisst schon, was ich meine. Also Lovers and Haters für Star Wars wird es immer geben. So, ich bin aber aus dem Konzept raus, deswegen beende ich das jetzt. Da ich jetzt hier auf die Kunden warten eh muss und wie gesagt, diese Regiearbeit, die da läuft, muss ich auch beobachten, deswegen entziehe ich mich jetzt hier vor der Kamera und hoffe, ich unterhalte mich hier noch welche in der Community. Und ich finde auch gut, dass wir uns heute in dieser Community uns unterhalten, weil, ja, ist nicht mehr so lang. 10 Tage hat man endlich die E8 in der Hand. Ich werde es euch auch zeigen. Ich werde auch dokumentieren, ob diese Zusätze, die man dort sieht, reichen oder nicht reichen. Und wenn die Preise okay sind, ich habe schon gehört, die Preise sind gesenkt worden, das hört sich gut an. Und ja, dann schauen wir mal, was da so bei rauskommt. Aber jetzt warten wir nochmal 10 Tage, ne? Nach diesem Clip komme ich dann sicherlich irgendwann mal wieder. Genau du, richtig, willkommen zu Star Wars, Star Wars Story, Stammtisch, Verrückte zu Star Wars. So, was ist Star Wars? Star Wars ist für den Schauspieler Geld verdienen. Das ist Star Wars. Für die Regie Geld verdienen. Für Disney Geld verdienen. Star Wars ist ein Produkt, um Geld zu verdienen. Meiner einer hatte das Glück, auch damit Geld zu verdienen, von 1979 bis 2002. So, dann war es vorbei und 2013 wurde ich nochmal angesprochen. Okay, habe ich nochmal gemacht. Ohne Geld, sondern nur aus Spaß. Seit 2013 ist Star Wars für mich persönlich nur noch Spaß. Und wenn die Kunden hier reinkommen und sagen, ey, bist du Star Wars Fan? Muss ich sagen, nee, bin ich nicht. Das hier ist eine Fanbase für Fans. Das heißt also Figuren, ja, aller Art. Gestern waren die Assassins dran, gestern wurden alle Assassins gekauft. Und ja, und kein Star Wars. Wochen davor wurde nur Star Wars gekauft, sogar die große Star Wars Figur und so weiter und so fort. So, aus beruflicher Sicht ist Star Wars ein Produkt, was sich vermarkten lässt und vermarktet wird. Und man muss Rechte kaufen, man bezahlt dafür und versucht damit ein bisschen Geld zu machen. Auf der anderen Seite sind die Fans, das seid ihr, in aller Couleur, ja, in aller Fantasievorstellung. Der eine fragt, wie spricht man Vader, Darth Vader überhaupt richtig aus? Der andere regt sich nur über Grammatik auf, der andere über Rechtschreibung. Das ist langweilig. Es ist sowas von langweilig, Menschen zu denunzieren, nur weil man der Meinung ist, man könnte besser Deutsch sprechen, Deutsch schreiben und so weiter und so fort. Die, die ja dauernd von sich geben, wie spricht man Darth Vader richtig aus? Ja, die sollten dann lieber mal Literaten werden, die sollten dann berühmt werden, sollten Bücher schreiben und dann ihre sogenannten rechtschreiblichen Ergüsse da und grammatikalischen Ergüsse sollten die dann mal zu Papier bringen und auf den Weg bringen oder Drehbücher schreiben, damit Dramaturgen, Regieleute,
wir Beruflichen damit was anfangen können. Star Wars ist ein USA-Produkt. Star Wars wird immer ein USA-Produkt bleiben. Und dieses Universe EU Rhabarberkirchen, vergesst es, Old Republic ist ein PC-Spiel. Und damit war es das. Wenn man sich damit identifiziert, wenn man da reinspringt, eintaucht und nur noch dort verweilt, kann man leicht Star Wars verrückt werden. Meiner einer sieht es beruflich, meiner einer macht es Spaß, Foto, Film oder Schneiden. Gestern musste ich für jemanden da was machen. Aber eher was raus. Also berufliche Sicht macht Star Wars mir sehr viel Spaß, weil daraus kann man einiges machen. Wer viel Geld hat, kann auch ein Fanvideo machen, was auch sehenswert ist, aber leider immer USA-Produkt. Ein richtig deutsches habe ich noch keins gesehen, nur von dem einen Regie da, der da den Falco und diverse andere, die auch bei Cobra 11 zu sehen sind, die Statisten und so weiter, die hat er da engagiert, beziehungsweise ist eine Schule, eine Filmschule. Muss natürlich am Schluss auch einen Film zeigen. Der eine nannte es Golem 2, hat auch Golem 1 gedreht. Niemand hat diese Filme jemals gesehen. Diese ganzen Star Wars Fanfilme kommen aus den USA, sind auch meistens USA oder britisch oder sogar brasilianisch oder argentinisch oder sogar noch weiter. Deutsch, hier vor Ort, dreht keiner irgendwie solch einen Film. Alles schon versucht, nur sehe ich nicht ein, zigtausende Euros zu verschenken für nichts. Sorry. Darum die Sendung immer nur mit mir. Kann man sich ja anschauen. Wie gesagt, das gibt es beruflich seit Idee 69, Beruf seit 79 und heute immer noch. Nur heute ist es die sogenannte Datenautobahn, die durch Facebook gelenkt wird. Und dort hängen jetzt die meisten sind halt reine Facebooker, die leben im Wohnzimmer, 1,3 Millionen davon, ist eine Menge. Ja, diese Wohnzimmergeschichte da, da kann man alles Mögliche eingeben. Dann gibt es natürlich auch diese Star Wars Fangruppen ab 100, ab 10 bis zu 30.000, das sind dann die Verrückten. Die Verrückten, die sehen alles, wissen alles, können alles und tun so, als wären sie die Star Wars Experten. Star Wars Experten gibt es nur George Lucas und alle Regie, J.J. und Johnson und wie sie alle demnächst heißen werden, auch sogar Game of Thrones und die Zeichentrickhersteller, die halt in Kalifornien das Sagen haben. So, die Star Wars Base etc., das ist ein Produkt. Star Wars ist ein Produkt, das es sehr lange gibt. Und weil es dieses schon so lange gibt, kann man darüber philosophieren. Ich könnte jetzt eine englische Sendung machen, eine verdammt gute englische Sendung, dann würde die Sendung sicherlich besser ankommen. Weil in Deutsch kommt sie halt nicht gut an, weil die Deutschen halt so sind, wie sie sind. Wenn man das politisch das Ganze betrachtet, ist die sogenannte Filmkunst hier in Deutschland auch nicht gerade begeisterungswert. Es rennt keiner hinterher. So, Bulli ist ein Österreicher. Der hat auch nur 1 Million, Stromberg hatte auch nur 1 Million feste Zuschauer. Ich meine, es ist eine Hausgröße, dass 1 Million bereit sind, sich Bulli oder Stromberg anzusehen. Sonst kann man kaum sagen, Tatort, keine Ahnung, das ist, macht keinen Spaß mehr, fernzusehen. Also ich bin ein Netflix, Amazon Prime und jetzt kriege ich Besuch. Morgen! Guten Morgen! So, seit gestern habe ich die ganzen Producer, Produkthersteller von Spielwaren. Denn in Dortmund ist wieder Spielwarenmesse in den Dortmunder Hallen. Da wird natürlich alles ausgestellt, vom Kriegsspielzeug bis Star Wars Spielzeug, Spielzeug. Richtig, auch selbstgemachtes Spielzeug oder halt Hobbyisten, die richtig tagtäglich an ihrem Hobby sitzen und schwitzen und ganz viel Geld ausgeben und das dann in dieser Dortmunder Halle zeigen. Wie die Bismarck, die richtig schießen kann, Panzer, die richtig schießen kann, können, wo auch Menschen drin sitzen, so ein Ein-Mann-Sitz-Panzer da, um in dieser Kriegsmaschinerie, dann World of Warcraft, könnte sein, dass da noch einige sind, die da irgendwas ausstellen. Ich hatte hier die Eisenbahner,
für die Eisenbahner musste ich dann sehr viele Sachen machen. Dann, wie gesagt, hatte ich viele die Figuren Assassins, also gestern war Assassins Tag, Spielwarenmesse, wohlgemerkt. Und Star Wars ist und es bleibt ein USA-Produkt, hat sich verabschiedet. Der Spaß ist weg. Ich möchte mich auf diesem Weg nochmal wirklich bedanken, dass hier 2017 die Dortmunder waren als Gruppe. Dann waren die aus Dorsten hier als Gruppe. Dann war eine Gruppe von DC dort, also hier. Und wir haben sehr viel Spaß gehabt. Ich konnte also sehr viele ablichten. Ich konnte also sehr viele Motions machen und hat wirklich was gebracht. So, jetzt ist 2018, das ist ziemlich ruhig, weil Disney auch ruhig ist. Disney wird zwar Han Solo in Cannes vorstellen, das soll was heißen. Also Han Solo wird schon was einläuten. Han Solo gefällt mir persönlich jetzt schon. Ich habe die kleinen Trailer gesehen, ich habe die Teaser gesehen und ich habe auch die Werbung-Clips gesehen, die in den USA gezeigt werden. Und wie gesagt, gehe bei YouTube rein und schaue mir da auch alles an. Leider alles nur noch United States of America, kaum Europe. Doch, es gibt eine wunderbare Star Wars Truppe in Frankreich. Ja, an der Normandie. An der Normandie, jeder weiß, was 1944 da los war. Dort gibt es eine Star Wars Truppe, eine französische Star Wars Truppe. Und die hat nicht nur super tolle Kostüme, sondern ist auch eine richtig tolle Gilde, die da wirklich tolle Sachen macht. Also im europäischen Raum, wo mal wieder in Frankreich. Hier in Deutschland habe ich leider nur Fans entdeckt, die Geld damit verdienen wollen, die mir tagtäglich ihre Sachen verkaufen wollen. Ein Lichtschwert, 1600, 2500, selbstgemacht etc. pp. Kann ich aber leider nichts mit anfangen. Kostüme auch, 30.000, 40.000 Euro, kann ich auch nichts mit anfangen, weil das Originalkostüm von Darth Vader ist noch nicht mal für 25.000 Euro weggegangen. Ja? Ist nicht gekauft worden. Darth Vader, das Kostüm, das Original gibt es immer noch und ist bei Lloyds nicht verkauft worden. Weil viele Filmsachen wurden verkauft. Und noch einmal, beruflich sieht die Welt anders aus. Beruflich muss man damit Geld verdienen und man muss sehr viel Geld ausgeben. Wenn ich 800.000 Euro ausgebe, kann nicht allzu viel dabei herauskommen. Wenn ich 800 Millionen ausgebe, kann eine Menge schon dabei herauskommen. So, wenn ich 1 Milliarde ausgebe, dann sollte das richtig in der Kasse klingeln. Wenn es das nicht täte, wäre Marvel, DC und Star Wars und Karibik Flops und die würden nie mehr irgendwo gesehen werden. Ob Karibik jemals nochmal aufgelegt wird, weiß ich auch nicht. Da ist es sehr ruhig geworden. Tron ist ruhig geworden. Darth Matter, eine tolle Serie aus Kanada. Killjoys, eine tolle Geschichte aus Kanada. Killjoys gab es 4 Staffeln. Darth Matter war nach 2 hier in Deutschland out. Leider. Sind leider die falschen Sender, die diese Filme zeigen, wie Killjoys, Dark Matter, und so weiter, ist traurig. So, Star Wars gibt es ja demnächst auch als Fernsehen. Dauert halt 2019, 2020 sieht die Welt anders aus. Bin gespannt, was ich 2020 zu Star Wars zu sagen habe. Dann gehöre ich leider auch zu 60 plus und nicht mehr 55 plus. Dann sieht die Welt erst recht anders aus, weil der Körper verändert sich, der Geist verändert sich, die Lust auf irgendwelche kindlichen Sachen fallen auch. Leider habe ich überwiegend Kunden, die Star Wars hassen. Ich hasse Star Wars, keine Ahnung warum, ist aber so. Ja, und sehr viele Kunden, die andere Sachen haben möchten. Dann sehr viele Kunden, die 1-2 Mal im Jahr erscheinen und dann richtig einkaufen, weil es Wiederverkäufer sind. Die kriegen also wunderbare Preise, damit sie ihre Ware irgendwo verkaufen können. Ich drücke ihnen auch immer die Daumen, dass sie dann ihre Abnehmer haben. Ist halt so, weil manche Figuren werden hier gezielt gekauft und werden dann auch gezielt weitergegeben. Viele Figuren lasse ich hier stehen, weil ich feststelle, dass aus 2 Euro plötzlich 2.000 Euro
geworden sind. Es gab schon mal eine Figur hier, die jetzt gesehen im Fernsehen 25.000 Euro wert ist. Die stand hier mal, wurde mal für 50 Euro verkauft. Es gibt eine Lea, die kam mal 15 Euro im Einkauf, wurde für 23,95 VK verkauft. Kostet heute 133 Euro. Das merke ich immer dann, wenn ein Kunde etwas nachkaufen will, was ich schon verkauft habe. In dem Moment kann ich sagen, tut mir leid, klappt nicht mehr, weil die Hersteller haben die Figur nicht mehr und meine Anbieter, Großanbieter, haben die Figur auch nicht mehr. Oder die Großanbieter sind halt teurer wie Amazon selber. Dann kann der Kunde auch bei Amazon selber kaufen, dann muss er nicht unbedingt bei mir. So, ich muss mich neu erfinden, meine lieben Freunde. Ich muss mich komplett neu erfinden, sage ich jetzt hier einfach mal öffentlich. Es war alles schön und gut, hier in dieser Kulisse zu verweilen. Es macht auch viel Spaß, diese Kulisse immer umzuräumen, daraus irgendwas zu machen. Das macht wirklich Fun, Spaß. Aber überwiegend soll es sich amortisieren, soll es verkauft werden. Und deswegen wird auch demnächst alles angeboten werden, was so hier steht. Da ist viel, wegen dieser Sendung, sind auch viele Unikate. Künstler haben ihre Unikate hier stehen lassen, etc. Es sind Unikate, die kann man nur einmal kaufen. Die kann man also nur hier einmal kaufen. Und die gibt es nicht weltweit, die gibt es nur einmal. So, wenn einer die mal nachbauen sollte, aus welchem Grund auch immer, weil jede Stadt hat andere Möglichkeiten, dann, ich habe jetzt hier diese Möglichkeit nicht, ich müsste wirklich in andere Städte fahren, um mich dort umzuschauen, um dort einzukaufen, um dort neue Gedanken zu finden, neue Ausrichtung zu finden, weil hier weit und breit ist nichts mehr, hier weit und breit schließt alles. Und durch das Schließen sehe ich halt nur leere Geschäfte, leere Fensterscheiben, und wenn, wird das dann mehrsprachig Pfeifen, ne? Wasserpfeifen, irgendwelche kulinarischen Sachen, die ich noch nicht mal betiteln kann, weil ich diese Sprache nicht spreche oder noch nie gesprochen habe oder auch noch nie gesehen habe. Also solche Läden haben sowas nicht. Und wenn Spielzeug ist, ist das Spielzeug so schlecht, dann muss man wirklich darauf achten, was für ein Plastik ist das. Nachgeahmt, nachgeäfft und nicht echt, das macht dann auch keinen Sinn und auch keinen Spaß. So, die ganze Woche, beziehungsweise Wochenende, habe ich Star Wars 8 intensivst gesehen, 20 Mal hintereinander. Immer wieder zurück, ran, zurück, ran, zurück, ran. Gehört, hineingesehen, konzentriert gesehen, konzentriert hingehört. Also, was da alles abgegeben, also, ne? Morgen, hallo. Beruflich macht es Spaß, mit Bürgern, Kunden zu philosophieren über eine Sache wie Star Wars, Star Trek oder halt Marvel und DC. So, die Welt besteht aber nicht aus diesen Komponenten, sondern sie besteht aus alles Mögliche. So, ich habe gerne Perronen gesehen, gab es nicht allzu lange. UFO. Ja, also wie gesagt, die Serien aus den 60er, 70er Jahren. Sci-Fi, Orion. Ja, das darf man alles nicht vergessen, das ist auch Sci-Fi. So, Rücksprache mit Disney, die sagen, also Kathleen Kennedy, sie sagt, dass sie sowas vorhat und Disney bezahlt das, was sie vorhat, weil Disney ist nur der Geldgeber, Disney hat mit Star Wars nichts zu tun, sie möchten an Star Wars den Namen Geld verdienen. So, und das ist eine richtige, klare Aussage, Disney produziert es nicht, sondern beschaut es, sagt, okay, gib dir noch eine Milliarde dazu, zieh durch, mach es. So, und wenn das gut ist, und es ist gut, sonst hätte Disney gesagt, gut, jetzt machen wir ein Resort, jetzt machen wir ein Hotel und so weiter, 2019. Und dann machen wir auch eine Wahnsinns-Convention 2019, die sind nämlich kräftig dabei. Han Solo kommt jetzt, wie gesagt, nach Cannes. Ja? Han Solo wird bei Cannes vorgestellt, und wenn Han Solo in Cannes auch, ja, dann ist eh schon Spin-Offs angesagt. Mark Hamill hat verlautet, dass Ray und Mark und so weiter und so fort nicht mehr wohl dabei sein werden, dass
ganz was Neues kommt. Eine neue Ausrichtung, neue Schauspieler, alte Schauspieler, aber nicht Mark Ray und so weiter. Ja, morgen. So, richtig. Ihr seid immer noch bei diesem Cut-Clip. Immer Cut-Clip. Cut. Wenn Kunden kommen, ist klar, muss ich denen ihre Wünsche erfüllen und somit verdiene ich mein Geld. So, während ich hier sitze und mit euch schwadroniere, mich über Star Wars ergötze oder über Star Wars spreche oder eure Sachen aufgreife, zum Beispiel Laserschwert, Kostüme und so weiter und so fort. Ihr merkt, 2018 ist nicht viel los. Das ist 2018, deswegen sich ausgedacht, diese Cut, also die Cut-Clips. Und ja, ist nicht, wie gesagt, live. Ich spreche live, mache daraus dann etwas. Und ich hätte das jetzt auch live schalten können. Ihr hättet mich jetzt hier auch live sehen können. Ich hätte euch auch live die Figuren zeigen können. Aber ob live oder halt in Aufzeichnung, sehen könnt ihr. Ihr könnt ja hinten sehen, ich zeige es ja auch hier. Und ich versuche mit euch zu kommunizieren, weil um mich herum keiner mehr ist. Also meine Garde, der Star Wars Anhänger des Sci-Fis, leben nicht mehr. Sind also nicht mehr da, sind verstorben. Und somit suche ich neue und die neuen gibt es hier in meinem Umfeld nicht. Und so viel Werbung kann ich gar nicht machen, weil ich auch gar keine Werbung machen darf. Diesbezüglich. Ich darf also nur Werbung machen für mich, ja, Medien, Copy, Herstellung, Überspielungen, Aufzeichnungen, Drehen und so weiter. So, natürlich könnte ich mir eine Sendung aussuchen fürs Regionalprogramm. Ich könnte das dann dem Regionalprogramm schenken, beziehungsweise ja doch übrigens schenken, weil bezahlen nichts. Ich hatte den WDR hier, der hat bis heute nicht bezahlt, ich hatte das ZDF hier. Die haben auch nichts bezahlt, weil wir sind ja Rundfunk, wir sind ja Gebühren, bla bla. Ja, und die Privaten, wie gesagt, machen es nicht. Die haben ihre eigenen Konzepte. Es hat sich schwer verändert alles. Ihr lastet ja auch alles zu, das Digitalfernsehen und bla bla bla. Ich bleibe bei meinem Netflix, Amazon Prime und Amazon, YouTube. Das reicht mir. Also YouTube, Amazon und Netflix reichen mir. Und ich orientiere mich halt bei Amazon, geht nicht anders. Wenn Amazon eine Figur anbietet von 225 Euro, dann muss ich gucken, wie ich sie eingekauft und wie ich sie dann halbwegs verkaufen kann. Also gestern habe ich eine gute, sehr gute Figur, die 229 Euro bei Amazon kostet, für 80 Euro abgegeben. Ob er sie jetzt weiterverkauft, weiß ich nicht. Aber der Kunde, den kenne ich sehr gut, der hat es wirklich für sich selbst gekauft. So, ich kann also, wie gesagt, hier, ich habe sehr viele Figuren, Firmen, die mir vieles anbieten möchten. Ich habe hier Kunden, die gerne Tim und Struppi mögen. Ich habe hier Kunden, die halt gerne andere Sachen mögen. Ich kann nicht, also von Figuren kann ich nicht leben hier, möchte ich auch nicht. Ich möchte auch online so ein Geschäft nicht eröffnen. Ich möchte weiterhin Filmemacher bleiben, Filmefoto machen. Mit Model arbeiten und Sachen arbeiten im Green Blue Room, Sachen machen mit Schauspieler arbeiten für ihr E-Casting, was die da brauchen und so weiter. Das macht unheimlich viel Spaß. Aber wie gesagt, 2018 ist ein bisschen ruhig, merkt ihr, weil da ist nichts. Das ist, ich meine, Han Solo kommt jetzt, in 10 Tagen kommt endlich E8, The Last Jedi, mit vielen Zusätzen und so weiter. Und ich habe mir, wie gesagt, 20 Mal angesehen im Stream, saumäßig zwar, aber war eine wunderbare Akustik, ja. Ich meine, die Dialoge, hat mit Witzigkeit jetzt nichts zu tun, die Dialoge passen irgendwie nicht. Ich weiß nicht, welche Genre sie da ansprechen wollen, welche Jugendlichen sie ansprechen wollen oder welche Älteren sie ansprechen wollen. Du bist ein Köter und wie man mit Kötern umgeht zu Kylo, oder du bist ein Kind mit einem Helm und dann ist der Kylo sauer, macht den Helm kaputt, dann rennt er nur noch ohne Helm rum. Warum hat er überhaupt einen aufgehabt? Keine Ahnung, was die sich da ausdenken. Ja? Also in meinen Augen könnte Star Wars besser werden. Star Wars könnte besser werden. Dark Matter war gut. Ja? Killjoys, The Last in Space, also die Robinsons.
war gut gemacht. Diverse andere Filme, The World, war gut gemacht, ja. Es gibt so viele tolle Sci-Fi-Filme, die wirklich klasse sind, die ihr niemals im Mund nehmt, ja. Die habt ihr noch nie gesehen, keine Ahnung. Ich spreche jetzt, wie gesagt, die Sci-Fi-Fans an, ja. Um darum anzugehen, gehe ich auch mal wieder ins Netz. Und ob ich nochmal Lust habe, irgendwie was zu machen, weiß ich gar nicht. Ich frage mich nämlich, deswegen sitze ich hier vor der Kamera und frage mich, soll ich überhaupt was machen? Weil das ist Abfallproduktion, weil ich habe an sich damit gar nichts zu tun. Weil die Sachen, die ich sonst mache, werden bezahlt und die darf ich nicht zeigen. Gestern hatte ich auch einen Kunden, frag doch mal den Kunden. Ja, sag ich, sowas mache ich an sich nicht. Ich frage also keinen Kunden, was er da macht. Jetzt sehe ich hier bitte die Laura. Ich weiß nicht, ob die überhaupt arbeitet. Die sitzt jeden Tag da vor der Kamera und macht sich jeden Tag hübsch. Ja, die Laura. Und dann weiß ich selber nicht, was das soll. Ja. Und naja, was soll ich dazu sagen? Vielleicht liegt es ja an meinem Alter. So, ich mache jetzt Schluss mit Star Wars. Ich mache jetzt Schluss mit diesem Cut-Filmchen. Und ich schaue mir jetzt hier die Laura an, die sich jetzt die Milch reinpfeift, ihre blonden Haare macht und spricht. Ja, ich meine, wenn ich arbeitslos wäre, würde ich vielleicht auch vor der Kamera live sitzen und irgendeinen Schwachsinn machen. Aber ich bin leider nicht. Ich habe eine Firma zu führen und ich gehe jetzt mal in mich und denke mir mal was Neues aus, damit ihr Lust habt, das sehen zu wollen. Ich kann auch, also ich habe genug Kollegen, die das da machen, ja, denen ihr auch zuschaut und könnt ihr ja auch weiterhin zuschauen und machen und tun. Ja. So ist das immer. Alles klar. So, und ich genieße heute auch mal hier die Sonne. Ja, ja. Die macht mich froh. So, Vitamin D da dann. Ja, macht Spaß. Also, ein Videoclip wurde etwas mehr geklickt. Dankeschön. Wenn viele nicht wissen, worum es geht, muss ich sagen, wenn ihr aus mir ein Z-Promi macht, eine Prominenz der letzten Kategorie in einem Splatter, also ihr seid Splatter, ihr seid fanatische Blutkannibalisten und zitiert mein Video, also mein Clip, den besagten, baue euch ein und demonstratös macht ihr daraus etwas. Finde ich gut. Wie gesagt, dann bin ich halt jetzt ein Z-Promi. Der Phil Deirichs hatte mir diesen Videoclip zukommen lassen, hat gesagt, ey, schau mal, was die aus deinem Videoclip machen. Schau mal, was die über dich sagen. Meine lieben Freunde, wenn ihr was zu sagen habt, sagt es. Aber ich schaue mir eure Sachen natürlich auch an. Und wenn ich eure Seiten dann sehe, muss ich jetzt einfach mal vor laufender Kamera schmunzeln. Wer den ersten Stein wirft, sollte darauf achten, nicht in einem zerbrechlichen Glaskasten zu sitzen. Muss ich einfach so mal sagen. Meine einer macht das beruflich, meine einer hat Lust dazu und meine einer denkt sich was aus. Und wenn er sich das ausgedacht hat, zieht er es auch gnadenlos durch, ob das mit Stream ist, mit Greenscreen oder irgendwelche Specials oder mit irgendwelchen GIFs oder so. Ich bin nicht gebunden. Ich bin freier Künstler sozusagen. Ich muss jetzt mich nicht irgendwelchen Sachen untergeben eines, was weiß ich, Regisseurs. Bin ja der Eigner. Ich habe die eigene Regieanweisung, Dramaturgie, Monologie und damit hat es sich. So, Star Wars ist für mich ein Wahnsinnsspaß, weil mit Star Wars ich mich nicht identifiziere. Star Wars ist für mich einfach nur Film. Und wenn der Film gefällt, ist in Ordnung. Wenn der Film mir nicht gefällt, spreche ich noch nicht einmal darüber. Habt ihr jemals von mir gehört, Karawane, der E-Box oder so ähnlich da? Habe ich noch nie ein Wort darüber verloren, weil gefällt mir nicht. Gefällt mir überhaupt nicht. Okay, das war ja auch für Kleinkinder und mit Kindern besetzt. Wie auch damals mir das nicht so gefiel, obwohl ich es geguckt hatte, die Star Wars in die Star Wars Serie da. Und auch Star Wars wie Mark Hamill bei Muppet Show war, bei Kermit und Miss Piggy und so. Damals war man jünger, vor 40 Jahren war man 20 Jahre alt, da hat man sich das vielleicht noch zu Gemüte geführt, war kein Pflichtprogramm. Und heute ist es schon mal gar kein Pflichtprogramm. Star Wars ist überhaupt kein Pflichtprogramm, ist überhaupt nicht wert, darüber so dermaßen zu diskutieren oder so hineinzutauchen.
Meiner einer Tochter, also bei Star Wars nicht ein, schaut es sich an, macht mit. Und wenn ich irgendwas Lustiges sehe oder was Lustiges höre, mache ich halt, wie gesagt, damit. So, ich habe diesen Wahnsinnsclip natürlich bei 1,5 Millionen Irren mal eingestellt. Hätte ich es nicht getan, hätte ich keine 100 Echos bekommen. So ist das nun mal. Weil ich bekomme sonst 1 bis 3 Echos und das ist okay. So, weil auch dieser Videoclip mir Spaß macht, weil auch dieser Videoclip zwischen den Arbeitssachen gemacht wird. Ist eben so. Wenn einem ein Stream angeboten wird und man kann ihn nutzen, warum nicht? Die neueste Technik war ja da. Ist ja nicht ich. Ich habe es ja nicht reingepackt. Ich habe es auch nicht benutzt. Ich habe es ja nur gezeigt. Im Hintergrund. Ich habe darüber gesprochen, über diesen Stream. Und ich habe über E8, E7 und über J.J. Abrams und natürlich einige GIFs, ne, so Klamottchen hier, reingehauen. Und ja, habe ich eben gemacht. Mache ich gerne, hab Spaß dran. Weil ich Spaß dran habe, mache ich das auch. Wenn du Spaß dran hast, es zu sehen, freut es mich. Und es sind nur diese vier, die sich sowieso daran erfreuen und mich auch persönlich kennen und wissen, was ich mache und wieso ich das mache. So, wie gesagt, wollte ich mal gesagt haben, auch hier in diesen Cut-Clips. Und ja, wenn da solche Sachen da passieren, wie ich so manchmal mache, hat das einen Sinn. Und wenn ich aber eure Seiten mir anschaue, ja, und sehe da Seiten, ein Abonnent oder drei Abonnenten. Meine lieben Freunde, wie kommt ihr auf das schmale Brett, einen zu kritisieren, der das erstens beruflich macht, sich da was bei denkt, zweitens überhaupt eine Kritik raushaut, wenn nur ein einziger Abonnent oder höchstens drei Abonnenten da sind. Aber meine lieben Freunde, also was soll denn das? Also wenn ihr 1,5 Millionen Abonnenten hättet, und dann sagen, was machst denn du da? Dann könnte ich mir das vielleicht vorstellen. Aber ich hatte schließlich 6,8 Millionen Zuschauer über UPROM TV, du bist TV und du die Community. Und wie gesagt, 6,8 Millionen Zuschauer, 98,5 Astra Digital. Natürlich habe ich das eingestellt, weil der Satellit und das alles war viel zu teuer. Und die Experimentierung, diesen Spaß zu machen, wie kommt sowas an, wird sowas angenommen, könnte man damit vielleicht Geld verdienen, das Risiko ist in diesem Falle dann doch ein bisschen hoch. Man sieht ja die Kritiken, die Spaltungen bei Star Wars, da muss man also schon aufpassen, wenn man wirklich damit Geld verdienen möchte. Meine lieben Freunde, wollt ihr Geld verdienen, dann setzt euch bitte hin. Skript schreiben, Dramaturgie schreiben, Satzgebung schreiben, auf alles achten, wenn ihr Geld verdienen möchtet, damit. Damit möchte ich kein Geld verdienen. Damit möchte ich nur ein bisschen Spaß verbreiten. Und wie gesagt, wenn ihr aus mir ein Z-Promi macht, okay, ich nehme dieses Z an, das letzte im Alphabet, Z, bin weder ein A- bis D-Promi, ja, dann bin ich lieber ein Z-Promi. Und wenn ich ein Z-Promi bin, macht das richtig viel Spaß. Ne? Ja, hauptsächlich habe ich euch ein bisschen unterhalten, hauptsächlich habe ich ein bisschen Spaß gehabt. Darum geht es nämlich. Nur darum geht es. Ne? Und die Beleidigung sind so köstlich. Natürlich gehe ich nicht irgendwie auf die Straße und belästige jemanden. Denn auch ich werde nicht belästigt. Denn wenn ich belästigen würde, wäre es mein Beruf. Und dann würden die Kameras sowas von klicken und das Geld würde nur so rauschen, um das mal gesagt zu haben. Na, meine lieben Freunde, als Z-Promi, als euer Captain Rex, verabschiede ich mich aus diesem Wahnsinns-Wusel-Yippie-Modus.